Shea-Butterbaum. Shea-Butterbaum ist ein Baum, der in Afrika wächst. Er wird auch genannt als afrikanischer Butterbaum. Andere Bezeichnungen sind auch Shea-Nussbaum oder auch Shea-Butterbaum oder Shea-Baum oder eben einfach afrikanischer Butterbaum. Der Shea-Baum hat Nüsse und aus dessen Nüssen werden die Shea oder die Shea-Butter gewonnen. Diese Shea-Butter hat gute pflegende Eigenschaften, hautglättende Eigenschaften und ist gut verträglich. Shea-Butter ist zum Beispiel hilfreich bei verschiedenen Hautreizungen oder auch bei trockener Haut. Auch zum Beispiel bei manchen Formen von Neurodermitis oder auch bei Problemen in Ellbogen oder auch an der Innenseite der Ellbogen können Shea-Butter helfen. Shea-Butterbaum wächst als Baum bis 20 Meter hoch. Er hat einen kräftigen Stamm und hat eine ausladende Krone. Die hat eine sehr dicke und knorkige oder korkige Börste. Shea-Baum, er wird auch als Shea-Nussbaum oder Shea-Butterbaum genannt. Die Früchte des Shea-Nussbaums werden oft als Nüsse bezeichnet, aber eigentlich sind es Beeren. Und diese Beeren haben 4 cm große Fruchtkerne. Die werden dann entweder als Shea-Nüsse oder Shea-Nüsse bezeichnet oder auch als Karité-Nüsse. Sie enthalten 50% Fett. Und sie sind deshalb ein wichtiges Speisefett in Afrika und ein wichtiges Hautpflegefett. Das Fruchtfleisch der Shea-Beeren werden letztlich auch gegessen. Shea-Nussbaum oder Shea-Butterbaum ist ein wichtiger Nutzbaum und er wird deshalb bei Rodungen für neue Felder glücklicherweise verschont. Und so nennt man diese traditionelle Agroforstwirtschaft als Kulturbaumpark. Es gibt also zum einen auf Felder und auf den Feldern wird Getreide angebaut, aber dann gibt es auch den Baobab-Baum und den Nere-Baum und den Karité-Baum, also den Shea-Butterbaum. Und diese wachsen auch auf dem Feld und das scheint ganz gut zu funktionieren. Schwierig ist allerdings, dass der Karité-Baum schwer vermehrt werden kann. Neue Pflanzen sind oft nur Zufallskeimungen und er blüht auch erst ab 20 Jahre und erst ab 50 Jahre hat er seine volle Ertragskraft. Und deshalb ist eine groß angelegte kommerzielle Verwertung insgesamt schwierig. Die Shea-Butter, auch Shea-Butter bezeichnet, wird auch als Galam-Butter oder Karité-Butter, Bambuk-Butter bezeichnet. Und diese gilt als besonders gesund und auch als besonders hautpflegend. Auch in vielen Handcremes und Kosmetikprodukten ist Shea-Butter dabei.